Das Gustav-Stresemann-Institut ist ein Haus der politischen Bildung, aber wir wollen insbesondere ein Haus des Respektes sein. Wir lernen mit allen Sinnen und deswegen müssen wir auch neue Formate ausprobieren. Das können Bilder sein, das können Erzählungen sein, das können Theaterstücke sein. Wir sind der Auffassung, dass politische Bildung vor allem Begegnung braucht und das ist unsere Überzeugung, denn nur in der persönlichen Begegnung habe ich die Möglichkeit, den anderen, die andere so gut kennenzulernen, dass ich auch vielleicht besser verstehen kann, warum jemand eine andere Meinung vertritt. Wir sind ein Haus des Respektes und den Werten des Grundgesetzes und der Menschenrechte verpflichtet. Wir wollen die Werte nicht nur zum Gegenstand der politischen Bildungsveranstaltung machen, sondern auch jedes Aufenthaltes hier im Haus.